Wir haben natürlich den Fokus jetzt auf den aus den Ausformungen, auf den Ausformungen des politischen Systems hier. Und jetzt beschäftigen wir uns gerade mit der Gründung einer Stiftung. Es gibt unheimlich viel, was zu kritisieren ist, was nicht in der Öffentlichkeit ist. Stiftungen, die Parteien ziehen sich jedes Jahr 190 Millionen Euro aus Steuergeldern. Und es gibt jetzt Stiftungen, die jedes Jahr nochmal 600 Millionen Euro aus Steuergeldern beziehen. Sehr zum Unwillen des Bundesverfassungsgerichtes, sind nicht mal echte Stiftungen, sind eigentlich Vereine, die sich Stiftungen nennen, bis auf die Stiftung, auf die Naumann-Stiftung der Spaßpartei FDP. Und wir versuchen jetzt gerade selber eine Stiftung zu gründen, um mal Transparenz auch auf diesem Gebiet herzustellen. Und ja, ich meine, wir gehen mit offenen Augen da durch diese politische Veranstaltung und dann fallen einem Widersprüche oder Möglichkeiten, wo man einhaken kann, auf. Herzlich willkommen bei 1 zu 1 von Kommen jetzt. Wir haben einen ganz speziellen Gast hier heute Abend. Beziehungsweise wir sind zu Gast bei einem ganz speziellen Gast heute hier in das den stimmt. Räumlichkeiten. Wir sind ja in den Räumlichkeiten von die Partei, von der Partei, ja, genau. Die Partei und sitzen hier zusammen mit Martin Sonneborn, Parteivorsitzender und Europaparlamentabgeordneter. Wie nennt man das? Europaabgeordneter, Parlamentsabgeordneter, Europaparlamentabgeordneter? MEP, Member of the European Parliament. Okay, ich war da mal in Brüssel. Ihr zieht immer um von Brüssel nach Straßburg, oder? So, das ist dann immer so ein Riesenaufwand, kostet auch wahnsinnig viel Geld, wird aber nicht abgeschafft, weil... 180 Millionen im Jahr. Weil? Weil die Verträge es so vorsehen. Die Franzosen wollen sich natürlich Straßburg als zweiten Sitz nicht nehmen lassen. Und deswegen fahren da, ich glaube, 5000 Leute praktisch einmal im Monat von Brüssel nach Straßburg und zurück. Ich mache das gern, weil ich 53 Cent Kilometergeld bekomme, steuerfrei, für den Hinweg und das gleiche nochmal für den Rückweg. Und ja, es ist immer ein lustiges Fahren auf französischen Autobahnen. Die sind privatisiert, glaube ich. Jedenfalls bezahlt man Geld und kann dann gut beleuchtet. Das ist Belgien. Man kann da gut zwischen Brüssel und Straßburg hin leerfahren. Und wenn man da so mit 100. Wo sind die Geschwindigkeitsbegrenzungen? Bei 120 oder 130 in Frankreich? 120 in Belgien. Bei 120. In Frankreich, und da fahre ich dann 20 drüber, 140 und werde dann von der Kolonne des Parlamentspräsidenten überholt. Polizeimotorräder vorweg und der Parlamentspräsident. Du musst dich denen anschließen als MEP? Ich habe einen 20 Jahre alten Audi, der diese Geschwindigkeiten nicht mittragen würde. Als ich in Brüssel war, waren große Plakate irgendwie von der Kommissionspräsidentin von der Leyen und da stand irgendwas mit sehr viel Demokratie und dass man jetzt Demokratie und Europäisches Parlament und wirklich? Demokratie und Europäische Kommission und demokratisch gewählt. Ich glaube nicht. Ich glaube, damit werben die. Aber wie demokratisch ist die Europäische Kommission? Weil daran habe ich ja auch persönlich meine Zweifel. Die Kommission ist gar nicht demokratisch. Frau von der Leyen ist ja nicht mal demokratisch gewählt worden, sondern praktisch bestimmt worden vom Rat, also von den 27 EU-Länderchefs. Der Rat, das sind die Arschlöcher in Europa. Das sind die, die sehr konservativ und sehr national denken. Der Rat sind doch die Regierungschefs, oder nicht? Ja, genau. Ja. Und die haben sich auf Frau von der Leyen verständigt und die ja exekutiert jetzt eigentlich in der Europäischen Kommission mit den, weiß ich nicht, 20.000 Angestellten oder 30.000 sind es, glaube ich, eher, das, was dem Rat gefällt und das am wenigsten nicht demokratische von diesen drei Institutionen, Rat, Kommission und Parlament, ist halt das Europäische Parlament. Das sind jetzt, glaube ich, noch 700 ungefähr Abgeordnete aus den 27 verbliebenen EU-Staaten. Großbritannien ist ja ausgetreten. Die sind zumindest alle demokratisch gewählt, aber die haben keinen Einfluss, sie haben kein Initiativrecht. Das heißt, sie können im Prinzip nur Vorgaben der Kommission oder des Rates abnicken. Was machst du denn da? Ich nicke ab.
Ich habe ja, ich habe mir drei Aufgaben gestellt. Ja. Also ich Oligarchen wollte beschimpfen. ja auch osteuropäische Oligarchen beschimpfen. Das macht aber tatsächlich schlechte Laune. Denn, also wenn man sich, wenn man nach Osteuropa guckt, das ist alles noch viel furchtbarer, als man sich das hier vorstellen kann und als es in den westlichen Staaten läuft. Ich habe damals, als ich ankam, wusste ich auch nicht, ob das funktioniert. Ich habe mir drei Aufgaben gestellt. Das eine war, Transparenz herzustellen für die Vorgänge, die Dinge, die uns auffallen und die komisch sind oder die uns missfallen. Ich habe ein Buch geschrieben über die ersten 5 Jahre im Parlament, durch das, glaube ich, man ganz gut verstehen kann, was da vor sich geht und wie das funktioniert. Das ist ziemlich lustig geworden, weil wir viele komische Sachen dort erlebt haben. Die zweite Aufgabe neben Transparenz war halt Reden, große Reden schwingen, zumeist vor leerem Plenarsaal, weil ich als unwichtiger Abgeordneter, ich gehöre zu den Fraktionslosen, zum Abschaum des Parlaments, nur sehr spät dann Redezeit bekomme und auch Wie viele Leute sehr sind kurz. überhaupt im Parlament dann anwesend? Ist das Parlament überhaupt voll zu Nein, gewissen Anlässen? ich habe einen, ja, zu manchen schon natürlich, wenn Staatsbesuche da sind oder wenn die Reden zum State of the Union gehalten werden, da bin ich dann aber meistens außen vor in letzter Zeit. Und Dann darfst du nicht reden, oder was? ja, genau. Ich war auf einer Lesung in Braunschweig und habe eine Rede gezeigt, die ich gegen Erdogan gehalten habe in der letzten Legislaturperiode. Und da habe ich gezählt, da waren 18 Parlamentarier im Plenarsaal. Vorne links hat einer geklatscht und vorne rechts. Und der Stern hat in seiner Berichterstattung über diese Rede daraus gemacht, dass diese Rede Applaus von links bis rechts im Plenum erhalten habe. Das ist personifizierte Hufeisen, also, ja. Also bei dir Hufeisen, treffe schlechtes Thema. Warum? Ich habe eine Rede gehalten, in der ich mal das Hufeisen-Theorem, das ist die Kamera. Vielen Dank. Das Hufeisentheorem ist eines der dümmsten Theoreme unserer Zeit. Und ich habe mal. Also nur kurz zur Erklärung, das ist die Behauptung der radikalen Mitte, dass links und rechts irgendwie sich so weit annähern, dass sie schon wieder zusammenkommen. Genau. Ich habe mal eine Rede gehalten, um dieses Vorurteil auszuräumen und hatte zur Illustration ein Hakenkreuz. Auf der einen Seite eine Hakenkreuzbinde und auf der anderen Seite so eine kommunistische Hammer- und Sichelbinde. Und ich stand im Parlament und gestikulierte jetzt in eine Kamera und riss mir dann die kommunistische Binde ab und stand dann praktisch mit einer Hakenkreuzbinde da, während der Parlamentspräsident, ein Sozialdemokrat aus Italien, vorbeiging. Und der wunderte sich, dass in seinem Parlament Hitler-Symbolik und wild gestikulierende Deutsche zu sehen waren. Und der hat dann die Auslieferung der Rede verhindert. Ich meine, die werden sich die angeguckt haben. Das ist natürlich Was heißt eine die sehr. Auslieferung? Wo wird die ausgeliefert? Also, das sind Parlamentskameras und Techniker, Ah, die das okay. aufnehmen. Ich spreche da in eine Kamera und hinterher bekommt man halt die Datei. Und wir wurden Stunde um Stunde hingehalten. Ja, es sei noch nicht fertig und man könne das noch nicht schicken und dies und das. Wir wollten das ins Netz stellen und dann stellte sich irgendwann heraus, dass der Parlamentspräsident es untersagt hatte. Und seitdem haben wir auch Schwierigkeiten in der Verwaltung. Es ist eine belgische Assistentin entlassen worden, die ich angestellt hatte. Rechnungen werden nicht bezahlt, ich bekomme weniger Redezeit. Das ist schon sehr, sehr lustig da eigentlich. Okay, warum lustig? Weil das da so intransparent läuft und Nee, weil das Parlament sich plötzlich, also nach ungefähr 5,5 Jahren, beginnt die Verwaltung des Parlaments sich zu wehren dagegen, dass wir halt Witze machen, dass wir Transparenz herstellen. Der dritte Punkt, den ich noch äußern wollte, war, dass ich also Transparenz herstellen, große Reden schwingen. Und das dritte war, dicke weiße alte Männer ärgern, die die EU dahin gebracht haben, wo sie jetzt ist. Und das ist jetzt alles viel schwieriger. Gibt es die noch oder werden die so langsam durch so junge, schnittige Technokraten ersetzt? Die werden so langsam durch junge, schnittige Technokraten ersetzt. Die sind viel weniger angreifbar, weil sie so ganz glatt sind, also und so Genau. durchrutschen.
Wir haben früher, meine Martin Schulz war jemand, mit dem man sich gut auseinandersetzen konnte. Schade, dass der nicht mehr Parlamentspräsident ist. Von der Leyen ist ja praktisch so eine Schauspielerin, die da die Kommissionspräsidentin stellt. Wir brauchen Typen wie Juncker und Schulz, glaube ich, in dieser Situation in der EU. Und Elmar Brocken war ein gewichtiger Gegenspieler, also ein CDU-Mann, fast 180 Kilogramm konzentrierte CDU, jähzornig, 40 Jahre lang im Europaparlament. War das nicht so vom Arbeitnehmerflügel der CDU? War der nicht CDA? Der war bestimmt nicht der konservativste in der CDU, aber der war parallel zu seiner Tätigkeit im Parlament über ein Jahrzehnt lang hochbezahlter Manager bei Bertelsmann. Ah, okay. Eine absurde Situation. Und das war praktisch so der König des Europäischen Parlaments. Und der empfand es als Majestätsbeleidigung, als wir dann kamen. Und wir haben dann Fotos gemacht, wie er bei Diskussionsveranstaltungen auf der Bühne eingeschlafen ist und so in sich zusammengesackt ist. Und es kam dann zu lustigen Auseinandersetzungen. Es hat Spaß gemacht, sich mit diesen Leuten dann anzulegen und sich da ein bisschen zu reiben. Und das geht mit den jungen Nachwuchsleuten da, Rechtsanwälte aus Baden-Württemberg, die einfach mal lügen in der Parlamentsdebatte, aber die geschickt genug sind, halt nicht die offene Konfrontation zu suchen. Und eigentlich macht es viel weniger Spaß. Was ist an osteuropäischen Oligarchen schlimmer als an so alteingesessenen Oligarchen wie den Bertelsmanns in Westeuropa? Das ist eine gute Frage. Also vor 2 Jahren oder sagen wir mal vor 5 Jahren hätte ich Deutschland noch ein bisschen anders eingeordnet. Mhm. Nicht ganz so korrupt und auch nicht ganz so desolat. Weil von deiner persönlichen Wahrnehmung her, oder was? Oder von deinem persönlichen Grundvertrauen in die? Ja, nee, ich dachte früher immer so, was ich jetzt, dass CDU-Abgeordnete auffallen dadurch, dass sie aus Aserbaidschan finanziert werden. Wir wissen, dass es im Bundestag einige Abgeordnete gibt, die für 300 Euro in großen Wohnungen am Prenzlauer Berg wohnen, in Wohnungen oder Häusern, die von Aserbaidschanern besessen werden. Es gibt da viel mehr Dinge, von denen ich also gar nicht gedacht hätte, dass sie bei uns möglich sind. Und die osteuropäischen Oligarchen, wir haben angefangen, uns mit Osteuropa zu beschäftigen, als diese Demonstrationen zum Beispiel in Bulgarien, über die hier gar nicht berichtet wird, also in die Zustände in Osteuropa werden nicht so kritisiert oder überhaupt in den Medien transportiert, wie zum Beispiel die Zustände in Russland oder in, was weiß ich, Weißrussland. Türkei auch. Auch nur ausgewählt, das stimmt. Da beschäftige ich mich sehr viel damit. Das ist immer, hat so Konjunktur. Ja, genau. Je nachdem, wie gerade die Flüchtlingssituation ist. Ja. Und wie viel Geld gerade in die Türkei geschoben wurde. Stimmt. Aber es gibt halt Länder wie Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Slowakei, Teile da in den Ex-Jugoslawien-Republiken. Da haben praktisch alte Oligarchen oder neue Oligarchen, also lassen sich mit EU-Geldern, mit Milliarden versorgen, verteilen das an ihre politischen Gefolgsleute, an ihre Familie, an ihre Freunde. Es gibt Dörfer in Ungarn, die werden mit Geld versorgt, weil sie komplett Orban wählen. Es gibt Dörfer, die wählen ihn nicht, die kriegen dann halt kein Straßenbaugeld und sonst was. Mhm. Also das ist im Prinzip genau die Politik der alten Oligarchen. Das ist absolut korrupt, da versickern Milliarden. Und das weiß die EU-Kommission natürlich, das weiß das Parlament, das weiß jeder. Aber es ist eine Win-Win-Win-Situation eigentlich. Man hat praktisch die osteuropäischen Staaten als Mehrheitsbeschaffer, als Abgeordnete, die dann auch Frau von der Leyen mitwählen, als Kommissionspräsidentin im Notfall. Und ja, man ist einerseits angewiesen auf die Staaten und andererseits schiebt man halt da gerne große Gelder hin. Aber das wäre ja nur so eine politische Ebene. Das klingt jetzt so wie bei der FIFA, wenn man halt irgendwelche Länder braucht, um Mehrheiten zu beschaffen, um irgendwohin eine Fußball-Weltmeisterschaft zu verschieben. Mhm. Aber was ist der Sinn und Zweck einer so großen Europäischen Union? Also aus deiner Sicht, also meine Interpretation ist,
Man wollte einen Wirtschaftsraum schaffen, der halt eben zwischen China und den USA irgendwie existieren kann. Und das ist alles, was zählt. Ja, ich denke auch. Es ist also das Problem der Europäischen Union ist halt, dass sie eine reine Wirtschaftsunion ist. Es schert sich wirklich niemand einen Dreck um die Belange der Bürger oder um, was weiß ich, um Pflanzenschutz oder Umweltschutz oder irgendwas. Es geht rein um massive Wirtschaft und Industrieinteressen. Und im Osten, das hat halt auch eine wirtschaftliche Komponente natürlich. Wir betreiben auch die Osterweiterung, also die konservativen Parteien, auch die Sozialdemokraten, nämlich als konservative Partei, weitgehend wahr, wollen eine Erweiterung auf dem Balkan, Nordmazedonien, Albanien, also Länder, in denen es praktisch Blutrache noch gibt, was interessante gesellschaftliche Entwicklungen dann auch bei uns nach sich ziehen kann, sollen weiterhin in die EU integriert werden, weil wir einen Absatzmarkt brauchen im Osten, der noch über das hinausgeht, was wir gerade haben. Ein Produktionsmarkt, ein Absatzmarkt. Und wir brauchen auch praktisch die Länder, um die Facharbeiter, um die Ärzte, um die Schweineteil-Ausnehmer und Pflegekräfte. Pflegekräfte, ja. Also wir saugen diese Länder aus. Es gibt ja Gegenden in Rumänien, da werden ganze Jahrgänge werden von ihren Großeltern erzogen, weil die Eltern alle im Westen arbeiten. Und wir haben unsere Werke, Mercedes, BMW, Bosch, Audi. Es gibt Audi bestimmt auch, es gibt einige, die praktisch in Ungarn produzieren. Die haben da beste Produktionsmöglichkeiten. Es gibt keinen großen Arbeitnehmerschutz, es gibt keine hohen Löhne und es gibt auch so Kickback-Geschäfte, insofern, dass halt EU-Milliarden auch wieder an diese Firmen ausgeschüttet werden. Das ist schon ein gut funktionierendes System in wirtschaftlicher und in machtpolitischer Hinsicht. Bist du das klingt jetzt eher so für mich, wenn ich jetzt mit dir rede, wie wenn ich mit dem investigativen Journalisten spreche. Ist viel deiner Arbeit irgendwie eigentlich auch eher journalistische Tätigkeit? Also zum Vorhaben, Transparenz herzustellen, gehört ja, dass man den Dingen auf den Grund geht und versucht herauszufinden, wie das funktioniert. Und heute ist es allerdings auch so, dass das ist eine ambivalente Antwort. Also einerseits kann man viel von dem, was ich sehe oder was ich hier erzähle oder was ich in Reden auf meinem YouTube-Kanal erzähle, das kann man nachlesen in den Medien. Wir suchen das halt, sammeln das und ziehen das zusammen und interpretieren das. Die EU funktioniert eigentlich nur, das ist eigentlich die andere Seite der Medaille. Also man muss praktisch auch osteuropäische Medien lesen oder zumindest fragmentarisch lesen. Und das Lustige an der EU ist eigentlich, die funktioniert, weil es keine gesamteuropäische Öffentlichkeit gibt. Mhm. In dem Moment, wo wir wüssten, wir haben einfach mal das Tableau, das der Rat damals aufgestellt hat, Kommissionspräsidentin, dann Christine Lagarde als, was ist die? Währungs. IWF ist die? Ja. Internationaler Währungsfonds. Nee, die ist doch jetzt das Ding, was ist ein Christine Lagarde, ist sie nicht? Die EZB. EZB, ne? Ja, die ist jetzt EZB, genau. Aber die war IWF. Mhm, genau. Und aber ey, über das Personal des Kapitals muss man auch nicht so gut Bescheid wissen. Doch, das muss man. Sepp Borrell zum Beispiel, der Außenbeauftragte der EU, der Mann, der die europäischen Werte in die Welt tragen soll. Ja? Das ist ein Mann, der vergessen hat, eine 300.000 € Zahlung eines Industrieunternehmens oder einer Universität anzugeben. Das ist ein Mann, der wegen Insiderhandels schuldig gesprochen wurde. Das sind sehr viele. Also die Quote der Vorbestraften unter den EU-Kommissaren, die ist relativ hoch. Und das weiß in Deutschland niemand. Man nimmt das einfach ganz normale
unbelastete... Ich habe manchmal auch den Eindruck, also so in der Linken ist die Sensibilität für diese Skandale oder auch die Bereitschaft, sich über solche Skandale aufzuregen, irgendwie sehr gering, was eigentlich schade ist. Weil das bringt natürlich das Blut zum Kochen eigentlich. Eigentlich ist das eine gute Ausgangsposition für Massenmobilisierung. Das ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass den Leuten draußen an den Geräten, da mag jetzt euer Kanal eine Ausnahme sein, aber dass den meisten Leuten die EU zu kompliziert ist, zu komplex. Ja, aber solche Skandale nicht. Im Prinzip reduziert man die EU auf die Frage, ob man dafür oder dagegen sei. Und das ist natürlich Blödsinn. Man kann nicht sagen, man ist für die EU oder dagegen. Man muss halt das Ganze zerlegen und kritisieren auf jeden Fall. Also die EU, wie sie jetzt funktioniert, ich weiß nicht, ob die wirklich eine Zukunft hat. Und es gibt Heftiges, es gibt sehr viel zu kritisieren. Also so eine Ja-Nein-Frage funktioniert da gar nicht. Aber das ist, glaube ich, die Frage, die sich die meisten Leute stellen. Mhm. Naja, und vor allem kommt die heftigste Kritik an der EU von rechts. Ja, es gibt praktisch keinen linken Populismus und wenig fundierte. Ich meine, die Kritik im Europaparlament kommt von links und rechts. Mhm. Das ist richtig, die wird... von, was weiß ich, Marine Le Pen genauso vorgetragen. Natürlich auch wie von italienische also Kommunistenpartei, wie von den Rechten, genau. Das ist schon richtig. Und das ist eigentlich auch... aber die populistische Kritik an der EU, also die auch so eine gewisse Masse mobilisiert, die kommt von rechts hauptsächlich. Also wir versuchen sie auch. Wir haben jetzt nicht so, weiß nicht, es gab Reden im EU-Parlament, die millionenfach abgerufen wurden, so Ein-Minuten-Reden. Aber wenn ich jetzt in 20 Minuten etwas erzähle über die osteuropäischen Staaten, dann hat das vielleicht, weiß ich nicht, 100 bis 200.000 Leute, die das maximal sehen und das reicht halt nicht für eine Massenempörung. Aber im Prinzip versuchen wir ja einen Populismus, einen linken Populismus. Also wir arbeiten ja mit satirischen Mitteln. Es ist unterhaltsam. Wir benutzen Polemik, allen möglichen Quatsch, der uns Spaß macht. Aber da wäre jetzt meine Frage, warum macht er das nicht richtig? Also warum macht er nicht so eine richtige Fünf-Sterne-Bewegung von links? Weil es keinen Spaß macht. Weil? Warum nicht? Wir kommen ja aus dem Satire-Bereich. Also bei Titanic haben halt die Leute... sich zusammengefunden, die Spaß haben an einer Kritik mit komischen Mitteln, mit satirischen Mitteln. Mhm. Und ich hätte jetzt keine Lust, reine Sacharbeit zu betreiben, etwas zu analysieren, eben wie ein ehrbarer Journalist und das dann auch mit ehrbaren Mitteln vorzutragen. Das macht mir keinen Spaß. Jetzt bist du aber jetzt die zweite Legislaturperiode in diesem parlamentarischen System. Jetzt hast du ganz viele von diesen kleinen und großen und mittleren und ganz großen Skandalen mitbekommen. Und irgendwie habe ich ja schon auch den Eindruck, die Verhältnisse sind nicht gut, sie sind sogar richtig eklig. Du hast ekelhafte Geschichten mitbekommen. Warum nicht ernsthaft was ändern? Also warum sich dann in dieser Satire, auf diese Satire zurückziehen, ein bisschen so den, das ist, glaube ich, auch immer wieder so eine Fragestellung, die du dir selber stellst, also den Hof nahe geben, also auch der sagen darf, aber dann verändert sich auch nichts. Ich meine, wir sind eine kleine Organisation an der Spitze der Partei und ich weiß nicht, ob wir die Mittel hätten jetzt. Vielleicht, wir haben ja in Berlin, sind wir an der 5%-Hürde tatsächlich zur Abgeordnetenhauswahl. Mhm. Wenn wir es schaffen, in Berlin einzuziehen, dann sind wir mit 10 oder 12 Leuten im Abgeordnetenhaus und haben andere Möglichkeiten, als wir im Moment in der EU haben. Und dann könnte man man kann schon eine fundierte Kritik der Berliner und der deutschen Politik betreiben und auch der EU-Verhältnisse. Aber es wird immer mit satirischen Mitteln geschehen. Aber gäbe es dann auch, also gerade wenn ihr dann da reinkommt und auch wirklich so ernsthaft in so einem Parlament drin sitzt, also mit einer ernsthaft oder ernstzunehmenden Fraktionsstärke,
Habt ihr dann ein politisches Programm? Gute Frage. Also wir haben ein Wahlprogramm, in dem, glaube ich, auch mit zum Teil unterhaltsamen oder satirischen oder provokanten Mitteln ausgedrückt, dass wir, ja, wir sind für, also die sozialen Verhältnisse sind eigentlich das, was uns am meisten stört. Die sozialen Verhältnisse, die Umschichtung von unten nach oben und Klimawandel ist natürlich auch ein Thema. Ich glaube, wir haben kein Regierungsprogramm und brauchen das eigentlich auch nicht. Denn was wir tun, ist ja erstmal kritisieren. Oppositionsarbeit. Genau, das eigentlich, was die Linke im Bundestag macht, deswegen ist auch die Linke wichtig. Wer nicht weiß, was er wählen soll, soll halt die Linkspartei wählen. Die stellen die interessantesten kleinen Anfragen und viele haben gestern der Taz ein Interview gegeben, die haben gesagt, sehr viele Artikel kommen einfach aus den Anfragen der Linken, aus den kleinen Anfragen. Die fragen halt nach, wenn aufgerüstet wird oder wenn die Grünen schon regierungspolitisch sich verhalten und keine Opposition mehr darstellen. Man darf die Kritik auch nicht FDP und AfD überlassen, auch jetzt an den Einschränkungen der Bürgerrechte zum Teil. Und eigentlich betreiben wir sowas Ähnliches wie die Linke, nur die machen es halt für, ja, eigentlich für Ü80 und wir machen es für 16 oder 14 bis 85. Wenn jetzt im Berliner Abgeordnetenhaus Rot-Rot-Grün so quasi eine Mehrheit bekommen könnte, wenn ihr mitmacht oder wenn ihr diese Regierung so quasi duldet, also ihr seid das Zünglein an der Waage. Das wäre meine Traumposition. Das ist genau das, das haben wir im Europaparlament zwei, dreimal gehabt, das wäre super. Ja? Da kannst du mit einer, kannst du wie die FDP, eine total verkommene, dämliche Splitterpartei für Apotheker und Hotelierinteressen und kannst halt eine dicke... Spielhallenbesitzer. Auch das. Gauselmann hat Millionen an die FDP gespendet. Ja, da könnte ich genauso eine dicke Fresse haben wie Lindner und genauso unfundiert rumquatschen und aber auch die Geschicke der Politik lenken. Das würde mir gefallen. Okay, und wie würdet ihr es dann... Ich habe mit Klaus Lederer mal bei einer Flasche Wodka zusammengesessen. Er hat uns damals gebeten oder hat gefragt, ob wir nicht antreten könnten. Ich habe gesagt... Das wäre tatsächlich auch die nächste Frage, aber mach weiter, ja? Nein, natürlich nicht. Aber stell dir vor, die Rot-Rot-Grün kriegt vielleicht unter Umständen die Mehrheit, ihr seid aber mit 5% dabei und ihr müsstet ein Stillhalteabkommen abschließen. Also ihr werdet natürlich nicht in die Koalition mit eingeladen, aber... Wir würden noch nicht reingehen. Ich habe versprochen, dass die Partei die einzige Partei ist, die mit 100%iger Sicherheit auch nach der Bundestags- und nach der AGH-Auswahl in der Opposition sein wird. Das kann ja keine andere Partei sagen, praktisch. Ich weiß. Also das macht ihr, das haltet ihr durch. Aber würdet ihr dann zum Beispiel unter der Maßgabe, der Volksentscheid, der gewonnen wird, der Volksentscheid zur Vergesellschaftung der großen Wohnungsbaukonzerne, dass das umgesetzt werden müsste? Ja, klar. Wobei, ich meine, wir haben sogar einen eigenen Programmpunkt dazu. Vergesellschaftung von, also Gesellschaften können ja nicht enteignet werden. Große Wohnungsunternehmen, sondern die müssen vergesellschaftet werden. Und im Grundgesetz steht, dass die dafür angemessen entschädigt werden. Und wir haben uns dafür ausgesprochen, dass die eine Packung Merci und einen kurzen hämischen Applaus ihrer vorherigen Mieter 20 Uhr abends Balkon erhalten. Also wir sind... Also richtig enteignen. Man nennt es Vergesellschaften, aber richtig enteignen, ja, das stimmt. Das trifft es und... Ja gut, ich meine, Pflegepersonal wird auch mit Klatschen bezahlt. Das können auch mal die Immobilienbesitzer dann entgegennehmen. Wir haben eine humanistische Sicht auf die Welt und aus der resultiert auch, dass man keine konservative Politik unterstützt. Wobei Giffey natürlich genauso konservativ ist wie, weiß ich, wie der CDU-Kandidat hier in Berlin heißt. Aber
Diese Ulknudel, die schon, die macht ja genau, die macht ja CDU-Politik. Ja, man muss halt versuchen, dann Einfluss zu nehmen und solche Leute zu ärgern. Kai Wegner heißt er. Das ist egal. Kennt kein Mensch. Ich schreibe immer unter seine Facebook-Posts, wer sind Sie? Wer ist dieser Mann? Das, Den Witz habe ich aber mit Michael Müller, wie heißt er? Michael Müller, Stefan Müller, der jetzige Bürgermeister von Berlin. Kann das mal jemand recherchieren, bitte? Bürgermeister von Berlin? Michael Müller, das hab ich tatsächlich mal mit einem Bild von ihm gemacht, habe es meiner Frau gezeigt und habe gemeint, wer ist dieser Mann? Sie kann den nicht. Würden Sie von dem einen Gebrauchtwagen kaufen? Ja, das auf Nein. jeden Fall. Doch, von dem würde ich. Ja, doch, von dem, von dem hätte ich. Also, ich habe meinen Gebrauchtwagen gekauft und der Typ sah auf jeden Fall sehr viel krimineller aus. Michael Müller ist, glaube ich, sogar noch eine der ehrlicheren Leute, die noch so einen Funken Sozialdemokratie in sich haben. Das sind ja auch nicht mehr so viele in der SPD. Warum Satire? Also warum dieses, also ist das überhaupt noch zeitgemäß? Weil das wäre jetzt nämlich halt die Frage gewesen, auf die es halt hinausläuft. Also du siehst diese ganzen Missstände und so weiter. Also warum nicht ernsthaft langsam Politik machen? Warum immer noch Satire? Ist das? Wir haben nichts anderes gelernt. Es gibt zwei Antworten darauf. Erstens, wir können das. Es macht uns Spaß. Und zweitens ist es erfolgreich. Wenn wir uns nur ernsthaft äußern würden, dann würden wesentlich weniger Leute verfolgen, was wir machen. Ja, aber man kann ja so eine Mischung machen. Weil ich habe ja auch das Vorwort machen von deinem wir. Ja, das merke ich ja jetzt gerade auch in diesem Moment. Also da ist ja ganz viel ernsthafte Arbeit auch dabei. Das können wir doch rausschneiden hinterher. Nee. Was? Da wird nichts geschnitten. Scheiße. Wir sind doch ein total ehrliches Format und so weiter und so fort. Aber ich habe dieses Vorwort von deinem Buch gelesen, weil du machst ja auch gerne Buchpräsentationen oder Buchwerbetouren, verknüpfst du gerne mit deinem Wahlkampf anscheinend. Was? Das würde ich niemals tun. Aber so ein bisschen wieso? Wo habe ich das gemacht? Ich glaube, beim letzten Mal war Europawahlkampf, als du auch ein Buch geschrieben hattest. Ich habe dieses, ja, das kam, glaube ich, das kam zwei oder drei Monate vor der Europawahl raus. Das war auch ganz gut, weil viele Leute festgestellt haben, auch durch das Buch dann, dass natürlich etwas anderes hinter der Partei steckt als jetzt reiner Spaß und Fun. Und ja, das Buch jetzt, auf das du wahrscheinlich anspielst, da diese 99 Ideen zur Wiederbelebung der politischen Utopie. Das ist zu Corona-Zeiten entstanden, wo wir also viel in Büros oder zu Hause gesessen haben und nicht groß auf Lesereisen oder nach Straßburg fahren konnten. Und das ist tatsächlich auch aus einer gewissen Empörung heraus entstanden. Das sind ja 99, aber in Wirklichkeit 132 kurze Texte, die sich mit 132 Dingen beschäftigen. Gibt es tatsächlich diese 33 Bonustracks? Ja. Wir haben viel zu viel geschrieben, Corona, wir hatten sehr viel Zeit. Und es gab so viel, was wir thematisieren wollten. Es hat eine ziemliche Bandbreite. Und nachher sind das halt, waren es wesentlich mehr Seiten als geplant. Und dann haben wir hinten einen Teil abgetrennt und haben gesagt, dass halt jedes zehntausendste Exemplar hat halt 33 Bonus-Texte hinten drin. Aber es ist in jedem Buch. Es sind, glaube ich, auch nur. Sind jedenfalls keine 20.000 verkauft, glaube ich. Gut, aber das gibt es jetzt auch im Handel. Das können wir jetzt an dieser Stelle auch ein bisschen bewerben. Aber in diesem Vorwort habe ich mir gedacht, das ist schon auch ein gehöriger, also dieser Witz, den du da so rüberbringst und diese Satire und diese Ironie, das ist auch aus einer tiefen Enttäuschung heraus. Also eigentlich, ich habe da eine gewisse Art von Traurigkeit auch rausgelesen aus diesem Vorwurf. Bist du traurig darüber, dass das halt, also dass diese politische Landschaft jetzt so ist, wie sie ist und so versandet und ich glaube so schon. Kaputt ist? Also dass die Demokratie beschädigt wurde und wird, das ist ja schon tragisch. Also wir sind ja mit einem gewissen Grundvertrauen in dieses System aufgewachsen und dass das sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in England, als auch in Osteuropa, als auch in Westeuropa, als auch in Deutschland, auch im Bundestag massiv beschädigt wird, das ist schon, finde ich, das ist traurig, ja. Aber war das jemals besser? Entweder haben wir das nicht so gesehen oder
Vielleicht, ich meine, es Oskar Negt, das ist ja auch eine gute These, sagt ja, unser System braucht einen Gegenspieler, eine Abgrenzungsrealität. Und seitdem es praktisch das kommunistische Hasssystem auf der anderen Seite nicht mehr gibt, eskaliert eigentlich der Kapitalismus immer schneller und weiter, und es gibt wenig, was ihn bremst im Moment. Mhm. Ist es so ein bisschen auch eine Sehnsucht nach der Bundesrepublik der 70er Jahre? 80er Jahre, würde ich sagen. 70er war ich noch zu klein. Und 80er war aber Helmut Schmidt. So. Mehr das und ja dann egal. Helmut Kohl. Ich bin erst 89 oder 90 nach Berlin gekommen. Und also ich würde zu gern die 80er Jahre in Berlin erleben, sich hier praktisch subventionieren lassen. Seid ihr Berliner? Ja. Subventionieren lassen und in billigen Altbauwohnungen wohnen und hier praktisch meine alle Künstler, alle, die nicht funktioniert hätten in der westdeutschen Gesellschaft, alle, die nicht zum Bund wollten, sind halt hier rübergezogen. Und wenn ich so mit alten Berlinern spreche, dann ärgere ich mich, dass ich erst nach dem Mauerfall hierher gegangen bin. Eine Sehnsucht nach der Zeit und nach dem Ort, ja. Aber auch nach dem Osnabrück der 80er Jahre? Also auch so mit diesen Politikerpersönlichkeiten, die dann im Nachhinein immer noch so, oh, der Schmidt, das war noch einer, da könnte man noch mal, das war noch ein richtiger Typ. Er war nur in der falschen Partei, sagte mein Vater. ja, ich meine, ich weiß nicht, ob das eine Altersfrage ist, dass man halt praktisch keine charismatischen Politikertypen mehr sieht, wie, ich meine, Willy Brandt oder selbst Kohl in seiner Massigkeit, ein Mann, der 80 Titanic-Titelbilder tragen konnte inhaltlich. Sowas gibt es ja nicht mehr. Selbst Gerd Schröder, politisch natürlich ein dummes Arschloch. Aber ist es ein Verlust, dass diese Alpha-Typen nicht mehr existieren? Naja gut, wenn man jetzt Laschet und wobei Scholz ist, glaube ich, auch mindestens genauso gemeingefährlich wie Schröder, der in den Ersten Krieg und Hartz IV zu verantworten hat. Scholz hat dann wirklich genug auf dem Kerbholz. Laschet ist eher so eine... wo gibt es denn Politiker, die wirklich noch so ernst zu nehmen sind, charismatisch sind, vertrauenswürdig sind? In Osteuropa. Ja, Orban, das stimmt. Ja, Erdogan auch, das ist ein richtiger Prediger. Wenn der redet, dann ist auf jeden Fall... Erdogan ist neulich während einer Rede eingeschlafen, ganz kurz für einen Moment. Das ist hier in Deutschland nicht gezeigt worden. Doch, ich habe es gesehen. Ja. Aber ja. Ich gucke auch so subversive Türken. Ah ja. Das nächste Mal bin ich für einen Tipp dankbar. Wir setzen uns mit Erdogan und mit Aserbaidschan auseinander, und für sowas sind wir immer zu haben. Okay, warum gerade da der Fokus drauf? Ach, aber das schweift jetzt ab, glaube ich. Dass nur weil wir Beziehungen nach Bergkarabach hatten und nach Armenien. Und das ist eins der wenigen Länder, das mich zu einem Staatsbesuch empfangen hat praktisch. Und deswegen eine alte Verbundenheit. Und wenn das dann überfallen wird von einem Diktator, der sein Land geerbt hat von seinem Vater und dessen größte Opposition seine eigene Ehefrau ist, die, ich glaube, die zweite Position im Staat bekleidet, Aserbaidschan, dann sind die Sympathien natürlich da auf der Seite eines kleinen überfallenen Staates, der gerade... Die Armenier haben doch auch diesen Mann da gewählt, der einfach so zum Parlament hingewandert ist. Mhm. Oder? Ja, das war, wir haben das mal verglichen. Der war Journalist vorher und hatte Wahlergebnisse von, 0,4% und dann 2%. Also so ähnlich wie bei mir. Okay, was würdest du machen, wenn das jetzt plötzlich also Realität werden würde? Die unwahrscheinliche Karriere des Martin S.? Ich als armenischer Präsident? Ja, du als deutscher Bundeskanzler. Ja, irgendwie doch der riesen Spendenskandal, und du hast es schon immer gesagt, und dann wirst du plötzlich... Nein, das würde ich niemals machen. Also ich merke, stell dir mal vor. Merkel sieht man doch an, dass das eine enorme Arbeitsbelastung ist, das Ganze. Man hat... Arbeitest du nicht gerne? Also nein, du hast mal in so einem Interview gesagt, so 15 Semester studieren und dann Sommer in der Hängematte und so. Ja, im Kaffeehaus, Zeitungen lesen und guter Kaffee und... abends ein gutes Bier. Man kann den ganzen Tag da verstreichen lassen. Das ist eigentlich eher so mein Ziel. Und
diesen Staat zu führen, zumal, ich meine, es muss ja offensichtlich jetzt wirklich etwas getan werden. Deswegen sollte ein etwas dynamischerer Typ als ich da. Was hättest du Interesse? Nö, nicht alleine. Also auf gar keinen Fall. Also ich würde es ja viel lieber kollektiv machen. Das ist aber auch viel Arbeit, natürlich auch ein Kollektiv irgendwie so mit einzubinden. Ja, interessante Idee. Ich finde ja, man sollte wirklich zu diesen Regierenden mal hingehen. Ja, so viel Verantwortung und so, gib doch ab. Das ist doch keine. Also, ja, fangen wir bei Jens Spahn an. Ja. Ja, der mit seiner Beraterklick. Ich beklage mich immer, dass sie so wahnsinnige Arbeitsbelastung haben. Na ja, gut. Na gut. Teil doch auf. Ja. Andi B. Scheuert. Andi B. Scheuert, so heißt es, der Verkehrsminister, der selbst überrascht ist, dass er noch im Amt ist. Vielleicht wartet er nur darauf, dass jemand kommt und sagt, treten Sie doch mal zurück. Wissen Sie eigentlich, wie Rücktritt geht? Das ist doch gut. So, wenn ihr jetzt aufgefordert werdet, also ein Argument, das ich jetzt gehört habe, Rot-Rot-Grün wäre möglich, aber ihr klaut denen vielleicht noch die notwendigen 2% der Stimmen. Bedauerst du das? Oder irgendwie spielt es in deiner Kalkulation oder in eurer Kalkulation irgendwie eine... Nein, eigentlich nicht. Ich habe mit Gregor Gysi ja viel gesprochen. Wir haben uns für ein Buch mehrfach getroffen auf Bühnen, in der Manjo-Bar in Ost-Berlin oder im Aufbau-Verlag mal und haben uns da ausgetauscht, haben viele Parallelitäten im Denken, im Weltbild festgestellt. Und Gregor Gysi hat gesagt, dass er am Anfang dachte, wir würden der Linkspartei Stimmen wegnehmen, aber das sei nicht so. Also wir sind eine Protestwahlmöglichkeit für intelligente Wähler und jemand, der die Linkspartei wählen will, der wählt sie auch. Und jemand, der keine Lust hat, seinen Wahlzettel ungültig zu machen oder der vielleicht die, was weiß ich, Stimmen der verfickten AfD noch ein bisschen relativieren will durch seine Stimme, der kreuzt dann halt die Partei an. Das ist, glaube ich, nicht so, dass wir jetzt den Grünen oder den Linken da notwendige Prozente nehmen. Du hast vorher gesagt, ihr habt nichts anderes gelernt außer Satire. Wie lernt man denn Satire? Ich habe in Interviews immer wieder darüber nachdenken müssen und glaube, dass es eine Charakterfrage ist, dass man einfach, ich habe mal gesagt, es gibt 4 oder 5 verschiedene Möglichkeiten auf den Irrsinn dieses zunehmend kapitalistisch oder zunehmend irrsinniger werdenden kapitalistischen Systems. Und das ist entweder Alkohol, die Flucht in den Alkohol, der Gang in den bewaffneten Widerstand, Politik, einfach mitspielen oder halt sich satirisch mit den Dingen auseinandersetzen. Und die Leute, die das ich glaube, das ist eine charakterliche Prägung und die Leute, die das machen, die treffen sich dann halt irgendwann im Dunstkreis von Titanic. Warst du immer so ein witziger Typ? Findest du, ich bin ein witziger Typ? Nee. Also, ja, doch. Doch, so. Ich glaube schon. Wie nennt man das, so trockener Humor, oder? So ein Typ, der halt so, dann passieren so Sachen und dann kommt so eine On-Point-Aussage, die die Sache so auflöst. Also auflöst und transformiert und einen Lacher hervorruft, aber auch gut analysiert. Ich glaube schon, ja. Ich weiß, dass ich mich als Kind sehr früh für Humor interessiert und begeistert habe und dass ich aus der Bäckerblume, einer Fachzeitschrift für den Bäckerhandel, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die Witzseite ausgeschnitten habe, auf einen großen Zeichenblock geklebt habe und dann meiner Familie die Witze vorgelesen habe. Das muss sehr quälend gewesen sein. Also, wer waren deine humoristischen Vorbilder? Es gibt einige Leute, die ich schätze, das ist, geht von, was weiß ich, von Loriot, den man als Kind vielleicht früher entdeckt, weil es halt ein Knollennasenmännchen sind, die man sich da angucken kann, bis über Monty Python natürlich. John Cleese finde ich immer noch, auch jetzt in den Auseinandersetzungen, was weiß ich, in diesen Wokeness-Diskussionen eigentlich eine gute Größe. Und Harald Schmidt war sicher eine Orientierung auch. Als wir dann bei Titanic waren, Hans Zippert, einer meiner Vorgänge, der Birne Kohl so weit aufgebaut hat, der hat halt
Ich glaube, sein Traum war, ein ganzes Jahr mal Helmut Kohl Titelbilder zu machen. Da ist er knapp gescheitert, aber der hat relativ lustige Titel gemacht, die man heute auch nicht mehr zeigen darf, weil sie nicht den politischen Korrektheiten entsprechen heute. Und ja, ich glaube, dass Flann O'Brien im Buchbereich Eckart Henscheid, die Trilogie des laufenden Schwachsinns früher, aber das sind alles Sachen, die man nicht mehr kennt heute, glaube ich. Ich kenne sie auch nicht. Echt? Was bist du für ein Jahrgang? 71. Eckart Henscheid? Ja, aber das ist halt, ich glaube, der ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Dann habe ich noch eine Frage, die ich natürlich da aus deinem Buch entnommen habe. Du bemängelst das Vorhandensein von Utopien. Ja, ich fand es auch sehr schön, dass du Utopie, also als Utopie, als guten Ort beschreibst und als gleichzeitig unmöglichen Ort. Das war ein Gedanke, den ich noch gar nicht kannte. Ich kannte Utopie nur als den unmöglichen Ort, aber also englisch ausgesprochen als den guten Ort, griechisch. Habe ich aus Wikipedia abgeschrieben. Wirklich? Ja, ist aber gut. Umformuliert. Ja. Was wäre denn eine Utopie? Ich meine, du hast ja geschrieben, auch hier gibt es keine Antwort, aber irgendwie diese Sehnsucht nach der Utopie, die ist ja da. Eigentlich eher im negativen Sinne. Eigentlich ist es so, ich meine, wir suchen uns Punkte, die wir kritisieren wollen und kritisieren sie mit komischen Mitteln oder mit satirischen Mitteln. Und wir sehen es nicht als unsere Aufgabe an, eine Utopie, von der ich auch gar nicht weiß, ob man sie heute herstellen könnte. Ich glaube, das würde auch einige Zeit in Anspruch nehmen, so etwas zu überlegen. Diese Zeit haben wir ja gar nicht. Es gibt jeden Tag drei Dinge, die empören und die man eigentlich formulieren müsste. Und man schafft dann vielleicht eins und stellt es ins Netz. Nee, ich glaube, also die punktuelle Kritik eigentlich mit komischen oder satirischen Mitteln, das ist die Aufgabe, der wir uns verschrieben haben. Würdest du dich anschließen, wenn eine Utopie formuliert werden würde? Wenn sie lustig ist. Was ist lustig? Wenn man lachen muss. Nein, Utopien werden meistens nicht lustig sein. Utopien sind komplexe Gebilde und in der heutigen Welt weiß ich nicht, ob man eine Utopie so einfach ersinnen kann. Ja, das weiß ich auch nicht, aber würdest du, also wenn es das gäbe und es wäre auch lustig und es wäre auch humorvoll vorgetragen und es wäre jetzt irgendwie so nicht so bierernst, ich weiß, was du meinst, ich fühle das auch, was du da so rüberbringst, so, ah ja, ich will mich doch jetzt nicht einer ernsthaften Partei anschließen und dann sind die alle so und verspannt und lassen keinen Humor mehr zu und beschäftigen sich dann mit so Nebensächlichkeiten und diese Worte darf man nicht mehr sagen und so weiter und so fort, oder? Also das schwingt ja alles so ein bisschen mit irgendwie so in dieser Abwehr. Aber trotzdem, also es gäbe das, ja, es wäre so was Aufstehenden cool und lustig. Und humorvoll vorgetragen ist nicht Sarah Wagenknecht, die da irgendwie so unsympathisch rüberkommt, sondern ist eine sympathische Person, die das präsentiert. Könntest du dir vorstellen, dann sowas zu sagen, ey, ich habe zwar auch meine Kritikpunkte, aber go for it. Ich will mit was Positivem rausgehen, so, weil bei all deiner Lustigkeit ist halt so auch so eine viel Bitterkeit dabei. Ja, das kommt noch, weil ich den ganzen Tag heute mit einer Trabi-Limousine, Stretch-Limousine unterwegs war und mit einem Megafon Leute beschimpft habe, die in Cafés herumsitzen. Warum hast du Leute beschimpft übrigens? Macht kein anderer Politiker, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und wie beschimpfst du die Leute im Prenzlauer Berg? Ach, weiß ich nicht. Ich habe halt rumgepöbelt, dass die da sitzen und Bier trinken und habe zum Schluss gefragt, ob sie mitmachen, wenn wir um 18 Uhr eine Revolution starten. Oder wer alles mitmachen würde. Da haben irgendwie 6 oder 7 Leute die Hand gehoben. Ja, die Leute sind bereit für die Veränderung. Aber es gibt, wenn wir da durchfahren, es gibt so viele Leute, die auf uns zukommen und so viel Sympathie für die Partei. Und wir hatten ein absolut beschmiertes, großes Bild von mir. Und
unsere letzte Hoffnung, Sonneborn auf so einem groß Robin Winches Wagen plakatiert, ein alter Hitler-Slogan, mit dem er die Wahl gewonnen hat. Wir wollen das ja auch. Und es gibt viel Unterstützung, glaube ich, auch für die Partei und für die Parteiideen. Insofern brauchen wir noch gar keine Utopie, auf die wir ausweichen können. Ich fand es lustig, dass 6 oder 8 Leute am Prenzlauer Berg aus so einer Menschenmenge gesagt haben, sie machen mit Revolution. Ich war überrascht und habe gesagt, hier, keine Hausbesitzer und keine Eigentumswohnungsbesitzer. Gingen dann 2 Hände wieder runter. Aber warum denn die nicht mit? Ich weiß nicht, ob die wirklich mitmachen. Die Eigentumsfrage ist immer eine kritische Frage. Aber wenn sie ist nie gestellt worden. Die Eigentumsfrage ist nie gestellt worden eigentlich. Ja, aber wenn sie gestellt wird, dann spaltet sich das natürlich so mit dieser. Also ich kenne diese Diskussion. Ja, ich bin ja auch links und dann kommt es zur Eigentumsfrage, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Aber jetzt Wohnungsbesitzer, wenn die da drin wohnen, ja gut, lass sie okay. Da drin wohnen. Also. Du, wir haben ja ein Existenzmaximum im Programm, eine Forderung. Und eigentlich wollte ich gerne ein Existenzmaximum verstehen, die Leute wahrscheinlich, oder? Es gibt Existenzminimum, das fordern die anderen Parteien. Wir wollen ein Existenzmaximum, weil wir glauben, dass es genug Geld im Land gibt, man muss es nur anders verteilen. Und eigentlich Nach der Bernoulli-Nutzenmaximierungstheorie ist auch ein überproportionales Einkommen nicht glücklich machender. Genau, das ist ja der 13. SUV ist dann gar nicht mehr so sinnstiftend wie der erste. Und eigentlich wollte ich das Existenzmaximum bei 1 Milliarde einziehen, weil man schockiert ist, wenn man hört, dass man bei 1 Milliarde kappen kann und dann vielleicht erstmal darüber nachdenkt, dass es Leute gibt, die mehr als 1 Milliarde besitzen. Aber das bringt uns nicht genug Geld, obwohl da noch schon viel umzuverteilen wäre. Wir haben jetzt das Existenzmaximum bei 10 Millionen angesetzt. Das hat einen ganz perfiden Hintergrund. Wir denken, wenn man es niedriger setzt, dann hat man mehr Leute gegen sich. Bei 10 Millionen ist keiner betroffen, keiner von den Leuten draußen an den Geräten, keiner vom Hilfspersonal, vom Technischen hier allen Geschlechts. Und wenn man bei 10 Millionen kappt, gibt es so viel Geld umzuverteilen. Piketty hat mal für Frankreich ausgerechnet, dass wenn die, ich weiß nicht mehr, wo der das angesetzt hat, gab es für jeden 18-Jährigen dann 200.000 Euro. Ich glaube, dass sowas Gesellschaften entspannt und dass dann auch, wenn man nicht mehr 2 oder 3 Jobs hat, dass man etwas gelassener mit Flüchtlingsfragen, mit sozialen Fragen, mit den Nachbarn und auch mit der politischen Gesinnung umgeht. Wenn es eine Bewegung gibt, die so ein Existenzmaximum, etwas, was die Gesellschaft wirklich verändern würde, zum Besseren hin, gäbe, wäre ich der Erste, der seiner Partei vorschlägt, dass sie mitmacht. Gut. Soweit, so gut. Hast du noch eine Frage an mich? Ja, würdest du mitmachen beim Existenzmaximum oder ja. Trifft dich das? 10 Millionen? Nee, leider nein. Obwohl, keine Ahnung, wie mein Bitcoin-Konto sich gerade entwickelt. Ja, da wird alles zusammengerechnet. Rennpferde, Pelze, Zahngold und Bitcoin. Nee, ich glaube bei 10 Millionen, da brauchen wir noch so ein bisschen. Du bist halt Unterschicht, wie wir auch alle. Aber es gibt 1% Oberschicht und gegen das wollen wir zu Felde ziehen. Das war, das fand ich das Spannende. Ich weiß nicht, ob du einen Professor kennst, Hans-Jürgen Krismanski, Reichtumsforscher. In Deutschland? Ich glaube, er kam sogar aus Osnabrück. Ach. Münster oder Osnabrück? Aber das ist ja fast das Gleiche, oder? Also so. 2 unterschiedliche Bundesländer, aber von hier aus gesehen ist es... Aber beide Städte des Westfälischen Friedens? Das stimmt. Ja? Und beide katholisch, oder? Nein, das stimmt nicht. Ist Osnabrück protestantisch? Mhm. Aber du bist katholisch? Ich war auf einer katholischen Mädchenschule, ja. Und warst auch katholisch getauft? War ich auch. Bin erst in Berlin-Mitte ausgetreten dann aus der Kirche. Die haben sich total gefreut da. Das war lustig. Heute kriegt man keine Termine. Damals gehe ich in Berlin-Mitte ins Bezirksamt Mitte und sage, ich möchte gerne aus der Partei austreten, aber ich habe meinen Ausweis nicht aus der Partei. Scheiße. Der Tag war zu lang. Ich habe gesagt, ich möchte gerne aus der Kirche austreten, aber ich habe meinen Ausweis vergessen. Und die Leute, ja, kommen Sie. Heute ist es echt schwieriger.
Ja. Aber bist du im Herzen noch ein bisschen katholisch geblieben? Weil so geht es mir, ehrlich gesagt. Ich bin auch mit 18 aus der Kirche ausgetreten. Ich habe damals sogar das Gespräch mit dem Pfarrer gesucht, weil ich das begründen wollte. Ich fand die katholische Kirche unter Papst Johannes Paul II. Tatsächlich auch sehr, sehr reaktionär. Ich finde sie unter Franziskus jetzt. Also teilweise sagte er wirklich interessante Sachen. Aber hast du da sowas? Sowas so in dir drin, dass es halt noch so, ey, irgendwie auch noch was Katholisches gibt in mir. Also ich stelle das immer wieder fest, zu meiner eigenen Überraschung. Ja, ich glaube, so ein bisschen geprägt ist man auf jeden Fall davon. Und wir hatten Patres und Nonnen auf der Schule. Ja. Aber die Warst Kirche du ist halt. Ministrant? Ja. Ja, bis zu dem Punkt, an dem ich nicht mehr wusste, als Ministrant, wir sitzen ja auf beider Seite des Altars in den Messen, dann zwei Ministranten, die klingeln abwechselnd. Und Beim Hochamt. ja, und es war mein erstes Hochamt und ich wusste nicht, wer aufhören muss mit Klingeln. Und wir haben mal weiter geklingelt und danach sind wir nicht mehr eingesetzt worden. Ich bin mal wieder in einer Weihnachtsmesse vorne rumgelaufen, weil ich nicht wusste, wie die Aufstellung war und so. Das war dann auch ein richtiger Skandal. Also da wurde ich dann so richtig einbestellt zum Rapport und so, ey, du kannst da nicht vorne rumlaufen, dann auf hinten und so weiter. Man darf ja nicht Sie gesehen sind werden. schon etwas spießig, oder? In Als der Kirche. Dienstpersonal, naja. Ja, also mein Fragezettel ist tatsächlich ein bisschen erschöpft. Es war Ja. weniger hart, als sich das wahrscheinlich mein Mitstreiter Petram hier gewünscht hätte. Er hat angekündigt, er würde dich grillen, Ah, interessant. weil er es unmöglich findet, dass du der parlamentarischen Linken Stimmen klaust. Ich finde es nicht so schlimm, ehrlich gesagt, aber weil ich jetzt auch auf die parlamentarische Linke nicht so viel vertraue. Die parlamentarische Linke hat das Problem, dass die besten Köpfe gerade weggehen, wenn man an Fabi Di Masi denkt oder Stefan Liebig hier in Berlin. Und das ist problematisch für eine kleine linke Partei und sollte ihr zu denken geben. Gut, was machen wir, wenn Schwarz-Grün gewinnt? Gut gelaunte Oppositionspolitik. Ich kenne Grün-Schwarz ein bisschen aus Baden-Württemberg und das ist schon interessant, dass Schäubles Schwiegervater, Quatsch, Schwiegersohn, Schäubles Schwiegersohn ist Innenminister in Baden-Württemberg und der hat nicht den Respekt vor Bürgerrechten, den ich habe. Vielen herzlichen Dank, dass du hier bei uns in der Sendung warst. Vielen herzlichen Dank, dass du hier in den Geschäftsräumen der Partei, die Partei in Berlin mit mir gesprochen hast. Ja, das war 1:1 von Kommen jetzt. Unser Journalismus ist kein Selbstzweck. Da unten findet ihr jede Menge Angaben, wo ihr spenden könnt. Du machst es für Geld? Naja, nicht wirklich, aber Spenden sind ja, ich fand ja euer, dieses.